Los! Los! Nicht schlecht, Jade! Verloren! Los! Gewonnen! Nicht übel, Fred. So, und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond Good and Evil. Ich dachte, ich mache das jetzt mal so, weil ich nicht wusste, wie lange ich für dieses Spiel brauche. Und es hat einfach gut gepasst, da es ja auch so am Anfang der Folge war. Ich glaube, ich habe insgesamt nur 2 Spiele gebraucht gehabt, um zu gewinnen. Was sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Naja gut, dann gehen wir mal zum Iris-Netzwerk. Mal schauen, wie es da weitergeht. Hallo Leute, wir sind wieder da. Ah, Jay, Double H, perfektes Timing. Wir haben euch erwartet. Hier ist jemand, der euch gern kennt. Ja? Frau Gouverneurin, darf ich Ihnen unsere... Ja, wir kennen uns bereits. Aus unseren E-Mails. Ihre Hilfe war sehr wertvoll für uns, Frau Gouverneurin. Ohne die Codes hätten wir überhaupt nichts tun können. Ich bin überglücklich, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen können, Jade. Ihre Berichte hatten eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung. Nicht mehr lange, und ich bin sicher, dass wir auf die Unterstützung aller Hylianer zählen können, um die Doms und die Alpha-Abteilung loszuwerden. Na, hoffentlich. Hier, das wird Ihnen bei Ihrem Kampf helfen. Danke. Oh. Er wird uns helfen, die Entführten wiederzufinden, wenn es nicht schon zu spät ist. Nice. Bueno, ich behalte das für dich. Sehr, sehr schön. Der Chef, er lebt. Unglaublich. Euer Chef? War er verschwunden? Gefangen von der Alpha-Abteilung. Wir haben seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Okay. Wildschwein an Iris. Das ist doch Peach. Hey, das ist mein Onkel, Peach. Ihr Onkel? Unser Chef? Okay. Hört sich nur über Funk? Zur Sicherheit. Bis heute kannte niemand seine wahre Identität. Paige, bist du das? Er hört dich nicht, Jade. Ruhig, er wird's nochmal probieren. Seid ganz leise. Wildschwein an Iris! Ich hab nicht viel Zeit. Sie sind überall. Sie haben mich zum Mond gebracht. Hier sind meine Anweisungen. Leitet das an Jade weiter, eure neue Reporterin. Lies die M-Disk, die ich dir gab, und finde das Schiff. Lies die M-Disk und finde das... Sie kommen! Er gab dir eine M-Disk? Bevor sie ihn geschnappt haben. Hören Sie, Jade.
Dieses Schiff ist wichtig. Das fehlende Element in unserem Plan. Wenn sie es finden, haben wir eine Chance. Paige wird auf dem Mond gefangen gehalten, vermutlich mit den anderen Opfern. Sie müssen dorthin. Nino hat einen Plan. Bitte, Nino. Sie benutzen einen Langstreckensender, um ihre Propaganda vom Mond aus zu verbreiten. Wir treffen sie da, wo es wehtut, indem wir deine Berichte über ihren eigenen Langstreckensender veröffentlichen. Das ist ein guter Plan. Sie finden das Schiff von Paige. Sie fliegen zum Mond. Sie bereiten den Bericht vor. Sie übernehmen den Sender. Sie verbreiten den Bericht. Und die Bevölkerung rebelliert. Das wäre das Ende der Alpha-Abteilung. Was sagen Carlson und Peters dazu? Sie sagen, es wäre Selbstmord. Ich sage, man wächst mit den Anforderungen. Okay. Sehr schön, aber Paige, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht gehabt, dass er der Chef der von der Iris ist. Jade! Die Ware ist angekommen. Sie haben mir nur einen Flugstabilisator geliefert. Ich lege ihn für dich zurück. Ich hoffe, dass dir einer reichen wird. Bis bald. Okay, wie passend. Das werden wir wahrscheinlich für unser Schiff noch brauchen. So, jetzt lasst uns mal mit den ganzen Leuten noch reden. Wusstest du, dass Paige der Chef von Iris ist? Niemand wusste das, Jade. Er hat nie einen Fuß hier reingesetzt. Er hat immer nur über Funkkontakt aufgenommen, okay. Okay, sehr schön. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Oh, noch was? Terroristen vom Iris-Netzwerk verbreiten üble Propaganda gegen die Alpha-Abteilung. Die sogenannten Beweisfotos, die in ihrer Untergrundzeitung veröffentlicht, nichts als gut gemachte Fälschungen. Eigentlich nicht, da wir es selber gemacht haben, aber ja, klar. Oberfläche des Mondes, Basis, okay. Ja, das ist wahrscheinlich. Keine näheren Informationen. Und Sternschlüssel? Eigentum der Alpha-Abteilung. Ja, ich auch. Ich auch. Lässt du mich mal kurz vorbei? Dann reden wir nämlich noch mit ihm hier. Ja, das sollten wir machen. Gibt's noch mehr Infos? Okay. Nun gut, alles klar. In dem Fall holen wir uns noch die Perlen. Das ist 53. Wow, bis 64. Also 53 bis 64 und damit haben wir jetzt schon 40 Perlen. Gar nicht mal so schlecht. Was fehlt denn jetzt noch alles? Es fehlt noch... Ja, die haben wir auch. Also 29 fehlt noch. Bis 38. Dann haben wir hier wieder welche. Okay. Da fehlt noch einer. 66 fehlt noch. 73 fehlt. 74. Beziehungsweise 73 bis 88. Okay. Sehr schön. Dann lasst uns mal zu diesem Brunnenplatz gehen. Bin ja mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe schon einen Sternschalter gesehen, im Ostviertel, hinter dem Brunnen. Ja, und da sind wir ja auch direkt auf dem Weg dahin. Team nicht auflösen. Carson und Peter Seite 8. Ich löse das Team doch auch nicht auf. Spinnst du?
Warum sollte ich das Team auflösen? So, dann hier raus. Ah, nee, bevor wir da reingehen, gehen wir noch kurz beim Dings vorbei. Steht auf, kämpft mit Iris. Bei Mao Zung oder wie auch immer er hieß. So. Der müsste nämlich auch eine neue Perle haben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da hinten ist einer. Die holen wir uns doch. Kontoidentifizierung. Okay. Alles klar. Dann lass uns mal die hier holen. Das ist auch die Nummer 66. Ja, ist sehr schön. Dann holen wir uns noch das Teil. Bravo, Jade. Oh, das ist sogar so ein Teil. Klasse. Dann würde ich ganz gerne nochmal schauen, ob der irgendwie was Neues hat. Hat der nämlich noch was Neues? Naja, tatsächlich. Eine neue M-Disc. Den nehmen wir doch gleich mit. Das ist die 11. Wie viel fehlen uns jetzt hier eigentlich noch? 1, 2, 3, 4, 5 Stück fehlen uns noch. Da muss ich mal schauen, ob wir die restlichen noch herbekommen. Oder ist das auch noch eine? Nee, die können wir auch noch mitnehmen. Das heißt, 11 und 12 haben wir jetzt. Und uns fehlen noch 4 Stück. Alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die doch auch noch gleich an. Welche waren es jetzt genau? Die hier waren es. Dann schauen wir uns den 513 an, einen Bericht unseres Sonderkorrespondenten. Alpha-Abteilung in der Nutrill-Pillenfabrik. Iris 513. Menschenhandel in der Nutri-Pillenfabrik. Reporter Double H und Shawnee. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Shuttles zwischen der Fabrik und den Schlachthäusern würden der Versorgung der Soldaten dienen. Aber unsere Reporter haben diese Orte erfolgreich infiltriert. Die Fabrik ist nicht mehr als eine Tarnung für Menschenhandel. Hunderte von Opfern werden täglich unter Überwachung der Alphas dorthin gebracht. Die Alpha-Abteilung selbst wird von den Doms kontrolliert. Die Alpha-Abteilung sind Verräter im Dienst der Doms. Okay. Dann können wir noch das nächste Ding anschauen. Das ist der 514. Iris 514. Bewohner von Hillis von der Alpha-Abteilung entführt. Ein Bericht von unserer Sonderkorrespondentin Shawnee. Endlich wissen wir mehr über die Entführungswelle, die die hillianische Bevölkerung in Atem hält. Die Opfer werden über das alte Schlachthaus unter Aufsicht der Alpha-Abteilung verschifft. Dort angekommen, werden sie in Doms-Sarkophagen versiegelt zum Mond gebracht. Die Alpha-Abteilung und die Doms-Fanische Bevölkerung. So, das waren die zwei hier. Schön, dass wir die auch noch anschauen konnten. Moment, wenn wir schon hier sind, dann speichere ich noch schnell. Hier. Und dann gehen wir doch mal weiter. Oh, hoppla. Entschuldigung. Auf dem Brunnenplatz. Jetzt bin ich mal gespannt, was in der Laserbarriere drin ist. Da müsste es auf jeden Fall noch einige Perlen geben. So, dann lasst uns mal die Barriere ausschalten und nach hier hinten gehen. Was finden wir denn da hinten? Alpha-Abteilung und den Rest konnte ich nicht mehr lesen, weil es egal, so schnell weg war. Was passiert, lassen Sie sich nicht erwischen. Die kennen keine Gnade. Okay. Gibt es hier irgendwelche Daten? Nein, gibt's nicht. Aber ein Aufzug.
Und wahrscheinlich müssen wir wieder alleine hochgehen. Ja, Sir. Das dachte ich mir. Ich werde einen Weg zu Ihnen finden. Das heißt, wir sind wieder auf einer Schleich- und... Schleich- und Springpartie. Kommen wir da nicht hoch? Nee, okay. Dann müssen wir wohl da lang gehen. Na, hopp, weg mit dir. Und wir gehen schnell hier weiter. Alarm! Alarm! Ja, der war zu schnell. Und ich habe Probleme gehabt, dass sie sich... Nun ja. Instinkt halt, ihr wisst schon, an die Wand gestellt hat und ich nicht mehr so schnell weggekommen bin. Na gut, dann probieren wir es einfach nochmal. Wir müssen leise sein, vorsichtig, nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Alarm! Alarm! Ach, da war auch noch jemand. Mist, den habe ich jetzt nicht gesehen gehabt. Ah, nervig. Okay, also nochmal von vorne. Ah, den einen da oben habe ich jetzt nicht gesehen gehabt. Okay, vorsichtig also sein. Gut, den Weg hier kennen wir ja schon. Das ist soweit ja kein Problem. Kommt es nur drauf an. Ja, da oben ist einer. Jetzt sehe ich ihn. Da kommen wir auch wieder hoch. Jetzt weiter. Oh, das sollten wir uns nicht fallen lassen. Okay. Jetzt, wie dreht er sich denn jetzt um? Dann dreht er sich so um. Er dreht sich also nie wirklich auf die rechte Seite. Hoch. Jetzt dreht er sich gleich wieder zur Wand um und wir gehen weiter. Okay. Das ist eine heiße Sache hier. So, drehst du dich um? Nein, anscheinend nicht. Alarm! Alarm! Aber da drin war noch jemand. Arg! Müssen wir... Nein, wir müssen nicht mehr komplett... Okay. Sehr gut. Ich dachte, jetzt müssen wir alles nochmal komplett machen.
Okay, dann aber von hier weiter. Okay. So, jetzt sollten wir noch mal warten, bis der vorbei ist. So in etwa. Und dann müssen wir wahrscheinlich da rein. Ah, sieht er uns hier? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht. Das ist Eindringling! Eindringling! Und weiter rein. Hoi. Und, wow, Perlen. Was bekommen wir denn? 29 bis 38. Oh, nicht schlecht. Das heißt, warte mal, das heißt, hier hat man alle. Das heißt, nur noch die letzten fehlen, oder? Die Hammer. Haben wir alles? Ja, genau. Ab 63 nur noch. 63 bis die letzten. Das sind die letzten von 63 bis 68. Ansonsten haben wir alle. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So, dann gehen wir mal speichern und machen in der nächsten Folge weiter. Dann sind wir wahrscheinlich hier auch schon fertig. Denke ich mal. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!